Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wie passt das zusammen? Mit Peter, Christian, Jay und Sepp, hallo. Und Andi, hallo. Hallo. Hallo, das ist korrekt. Sehr gut. Ja, aber bisher Punkt. Noch keine Punkten. Ja, egal. Ja, Sepp? Ja, mit dem Punkt. Nee, Chris, leider nicht. So nett bin ich heute. Gebe ihm direkt Minuspunkte. Ja. Wie passt das zusammen? Spielen wir heute wieder. Das Ganze wurde diesmal vorbereitet von Yannick. Vielen Dank dafür. Wir Danke, spielen Yannick. Zwei Runden. In der ersten Runde, wie passt das zusammen? Ich gebe euch nach und nach einen Begriff. Insgesamt vier Stück pro Runde sozusagen. Und ihr müsst mir die Kategorie davon nennen. Wenn ihr es beim ersten Begriff wisst, gibt das 5 Punkte. Beim zweiten 3, dann 2 und dann maximal beim letzten noch einen Punkt. Und in der zweiten Runde machen wir quasi, da müsst ihr die Reihe voll vervollständigen. Da gebe ich euch nur 3 und ihr müsst mir den vierten logischen in dieser Reihe nennen. Das heißt, ihr müsst euch das immer merken, es ist immer der vierte. Ne? Ihr kriegt ja erst den ersten Begriff und dann müsst ihr wissen, der vierte. So. Also, Runde Nummer 1, wie passt das zusammen? Wie ist die Oberkategorie? Der erste Begriff lautet A, Berlin. Postet euch das hier auch rein. Christian. Also Städte mit größtem Kriminalitätsaufkommen Deutschlands. Hässlichste Stadt Deutschlands. Zweites geht auch. Frankfurt, drittes kommt dann. Weltweit, Christian. Nein, das ist falsch. Das ist schade. Jay. Die größten Städte Deutschlands. Nach Einwohnerzahl oder was weiß ich. Steht ja auch nicht nur Berlin, sondern A, Berlin. Ach so, ich dachte, A wäre einfach 1. Ich dachte auch, A ist sozusagen. Nein, okay, dann habe ich das falsch. Okay. Also okay, A minus Berlin. A minus Berlin? Was? A, ja, so steht es hier. A. A bis Berlin ist minus das. Minus Leerzeichen Berlin. Dann gebe ich euch mal. Ja, ist doch ganz klar hier. Easy Snack, pass auf. Die vier Antwortmöglichkeiten bei der Millionenfrage bei Wer wird Millionär, bei dem das erste Mal die Million gewonnen wurde. Oh. Nein. Oh. Lange Antwort, aber gute Idee. Ja, ich gebe euch den zweiten 3 Punkte, wenn ihr es jetzt wisst. Und D, München. Was? Und da jetzt D. Moment. Geht nur um die Kategorie, ne? Ja. Genau, ihr müsst mir die Kategorie nennen. Was. Aber da ist die Reihenfolge auch relevant, oder? Nicht zwingend, nein. Nicht zwingend, nein. Das ist alles ganz schön dumm. D München. D minus München. Das sieht aus wie Quiz-Antworten. Wofür ist ja. A? Ja, aber das hat Peter schon gesagt. Ich finde das auch tricky. Ich helfe euch mal ein bisschen weiter mit dem dritten Begriff C, von 4. Hamburg. 2, wenn ihr das wisst. Und zwar F. Stuttgart. Oh. Fett. F. Oh. Hä? Christian. Ist das die Einteilung der Städte in ihre, wie heißt das, CO2-Ausstöße? Nein. Ja, wäre krass, wenn Berlin A wäre. Das würde mich auch wundern. Vielleicht ist A auch das Schlechteste. Das ist nicht die Größte. Der anderen. Achso, ich dachte, A wäre gut. Achso. Also bisher seid ihr noch sehr, sehr weit weg. Ah, also, ja. Ich sehe deutsche Städte und ich sehe Buchstaben und ich finde die Connection gerade nicht. Nee, ich auch gar nicht. A, D und F. Vielleicht haben die auch erstmal keine logische Connection. Das ist dann gut, wenn die da stehen. Hä, aber hä? Die Connection? Können die ja nicht da stehen, sonst wird ja eine in Berlin, München, Stuttgart da stehen. Also warum jetzt A ausgerechnet Berlin ist, ist, glaube ich, für euch jetzt erstmal nicht relevant. Oder D München ist oder F Stuttgart ist. Ach so. Das hat natürlich eine Relevanz. Deswegen wird das ja euch auch jetzt gestellt. Aber ihr müsst jetzt mir nicht sagen, warum ausgerechnet Stuttgart F ist. Ach so. Ich bin lost. Letztes Mal war das so geil. Pass auf, Anni. Ja? Deutsche Städte. Ja, nee, also. Nee. Ey, letztes Mal stand da dreimal Cooper und es waren die Coopers. Also. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Ich wollte einfach nur, dass das jetzt nicht unerwähnt bleibt. Ich gebe euch noch den letzten Hinweis, einen Punkt, wenn ihr es jetzt wisst. Und der ist natürlich G,
steht für nicht Gönn, sondern Karlsruhe. Alter. Christian. Die Orte der höchsten Gerichte Deutschlands. Nein. Leider habe ich keine Ahnung, wofür das A, D, F und G stehen können. Ja, das ist ja egal, hat Andi gesagt. Ja, genau, das ist egal, nicht relevant. Damit ja, aber dann... Keine Ahnung. Sind ja auf jeden Fall große Städte. Ja. Oh, ja, aber da gibt es auch noch größere. Das stimmt, Christian. Also hier, meiste Zuschauerschaft vom Kanal Pietsmiet. Nein. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass so kleinere Städte da keine Buchstaben bekommen. Also die werden da gar nicht... Hunderttausender Städte in Deutschland. Nein. Ich zähle euch mal ein. Ja, zähl uns mal ein. 4, 3, 2, 1 und dann schließe ich diese Runde. Die Kennbuchstaben ist relevant, diese Buchstaben, und zwar bei Münzprägung. Das sind die Münzprägestätten und deren Kennzeichnung. Ist das deren Ernst? Was? Alter, wie soll man denn da drauf kommen? Okay, das hatten wir mal. Das hatten Junge. Wir mal, das stimmt, hatten das wir mal. Das ist schwer. Aber vor 2 Jahren oder so. Alter. Das ist schwer. Also, okay. Wenn man auf einer Münze das A sieht, ist sie in Berlin geprägt worden. Ja. Gut. Das heißt, man kann 4 Dinge überfallen. Mega gut. Ich glaube, es gibt noch mehr. What the fuck? Man hat die freie Auswahl, ja. Wo kommt der Bogen her? Also, ich würde lieber Scheine klauen, wenn ihr statt Münzen. Dann wäre ein bisschen schlauer. Die Scheine machen die doch auch bestimmt. Wir kommen zu Runde Nummer 2. Die Methode. 2-Euro-Münzen mit D drauf. Ja, gut, verprügel ich dich. Die Methodik ist jetzt wieder die gleiche. Ihr bekommt den ersten Hinweis. Ihr müsst mir die Kategorie nennen. Und die Kategorie. Der erste. Schnell Begriff. Vorlesen, selbst Headset ist leer. Jetzt schnell! Achso, selbst Headset ist leer. Okay, warte mal. Ja. Schnell! Ich schaff dir halt immer, dass sein Headset leer geht. Ja, deswegen der hat er halt 2. Viel. Wir reden zu viel. Wir können weitermachen. Okay, dann kommen wir zum ersten Begriff der zweiten Runde, die zweite Kategorie und der erste Begriff lautet Römer. Mhm. Oh, warte, pass auf. Christian? Die häufigsten Namen von Restaurants in Deutschland. Römer? Ja, danach kommt Post. Dann noch Adler. und dann irgendwie Dionysos. Finde ich gut. Fände ich sehr lustig, aber ist leider falsch. Christian. Besatzungsmächte des deutschen, also des heutigen und auch damaligen deutschen Territoriums. Nein. Schade. Völker, die von Asterix und Obelix verprügelt wurden. Ha, das finde ich gut. Nur Römer. Römer. Nee, die Engländer auch. Ja, und Amerikaner, glaube ich. Ägypter. Aha. Alle schon auf die Schnauze bekommen. Ja. Ich gebe euch den zweiten Begriff. 3 Punkte, wenn ihr das dann wisst. Und zwar nach Römer kommen die Wikinger. Oder ist ja keine Reihenfolge zwingend, aber das ist der zweite Begriff. Christian? Einfach Weltherrschermächte. Hm. Schwierig. Ey, das ist zu ungenau. Jay. Herrscher von Britannien. Nein. Jay. Scheiße, wie heißt das hier? Charaktere, nee, nicht Charaktere, sondern, keine Ahnung. Arten in Siedler, also keine Ahnung, wie heißt das denn? Völker. Mächte in Siedler, Völker in Siedler, so. Holy shit, Alter. Ich wusste genau, was ich sagen wollte, aber ich wusste nicht mehr wieder. Wie heißt denn das nochmal? Ja, Völker in Siedler. Ja, Jay, das hat sich gelohnt, dass du dann aber nachgedacht hast, das ist korrekt. Boah, 3 Punkte für dich. Stark. Ja. Aber was ist denn dann, das sind dann die 4? Also jetzt kennen wir Ägypter, glaube ich. Ägypter oder also Maya noch, stimmt. Maya ja. Und die Trojaner. Also hier steht dabei, spielbare Völker in Siedler 4 und zwar der Gold- oder History Edition, aber ganz ehrlich, das ist ein bisschen zu viel. Das sind Siedler 4, ja, das ist ja auch komplett trivial. Leider ist Siedler falsch. Also da stark, dass du auf Siedler gekommen bist. Ja. Krass. Ich war kurz bei Age of Empires. Kannst du mir nicht einen Punkt abgeben für Völker?
Nee. Ja, er hätte einfach gesagt, Arten im Siedler oder sowas. Dann hätte ich halt auch gesagt. Also, hätte er wahrscheinlich auch durchgehen lassen. Aber ja, fiel einfach das Wort nicht ein. Ja, sehr gut. Wir kommen zur dritten Kategorie. Und der erste Begriff, den ich euch gebe, wenn ihr es wisst, gibt es 5 Punkte, heißt Appenzeller. Käsesorten. Ach, das ist nein. Käse. Ich dachte auch gerade, das wären Wasserhersteller. Dinge, die du dir... Echt nicht? Appenzeller ist doch Käse. Nee, kann es Käse sein. Absackersorten. So, nein. Dinge, die du dir im Kühlschrank Bier eine Helene, Peter. Hm? Ist das nicht Bier? Williamsbirne, nicht Birne Helene, das ist was anderes. Birne Helene. Williamsbirne. Appenzeller. Ja. Völker in. Das hab ich schon mal gehört. Die Siedler Österreich. Oder Schweiz. Doch, ich gebe euch den zweiten. 3 Punkte bekommt ihr jetzt. Und der zweite Begriff lautet Entlebucher. Was? Was oder Entlebucher. Skiwasserhersteller. Was? Nein. Skiwasser? Was ist denn Skiwasser? Was ist denn Skiwasser? Skiwasser? Was ist Skiwasser? Da trinkt man halt auf der Alm beim Skifahren. Das ist ja frisch. Trinkst du nämlich anderes Wasser als sonst, oder was? Also kann natürlich sein, aber ich. Moment, es gibt extra. Keine Ahnung, was Peter, ja? Es gibt extra während des Skifahrens Wasser? Ja, es gibt extra Wasser, was man. Was ist da drin? Limo und Sauerstoff. Wasser oder so? Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Ich dachte, ist. Bier trinkt man beim Skifahren. Nee. Bier trinkt gar nicht. Aber ist Appenzeller wirklich ein Käse? Ist das nicht. Ja, Entlebucher, keine Ahnung, was das jetzt ist. Aber Appenzeller meine ich Appenzeller Käse. Ich bin ja auch lost. Aber ist ja offensichtlich nicht der Fall. Naja, oder das muss noch genauer gewählt, aber ich ja, glaube. Ja, Käsesorten nicht. Alphabetisch in der Reihenfolge oder was? Ja, also da, das hätte ich euch klar gemacht, dass das mir noch nicht reicht, aber da habe ich ja wirklich gesagt, das ist falsch und das ist auch falsch. Also Appenzeller ist, glaube ich, ein Käse. Das ist ganz einfach, es sind österreichische Gemeinden. Nein. Was? Das ist Appenzell dann. Keine Ahnung, kann doch sein, dass die Gemeinde Appenzeller heißt. Aber ich glaube, es ist nur Wasser und nicht Skiwasser. Ich gebe euch den dritten Begriff. 2 Punkte, wenn ihr es dann wisst. Und zwar der große Schweizer. Oh, das sind Berge in, meinetwegen in der was? Schweiz. Nein. Oh. Berge in Österreich. Nein. Christian? Hunderassen? Das lasse ich so gelten, ja. Das gibt mir 2 Punkte. Durch, ja. Großer Schweizer. Ich voll reingebaitet, die Sau. Ja, tut mir leid, ich dachte halt wirklich, das ist Berge in der Schweiz oder sowas. Ganz konkret, also der vierte Begriff wäre Berner gewesen. Was sind Schweizer Sennenhunde? Was ist denn ein Entlebucher? Habe ich noch nie gehört. Tja. Lol. Okay, ein Entlebucher Sennenhund. Oh, das war süß. Aha. Ja. Man kann so, man nicht irgendwie krass. Corgi nehmen oder sowas? Die sehen ja das alle gleich aus. Ja, deswegen, es sind ja Schweizer Sennenhunde. Da, das ist ja die Überkategorie. Ah ja, das hat ja Christian jetzt nicht gesagt, dass er hier die Sennenhunde, ne? Nein, das ist ja super da schwer. Alter, wie spezifisch willst du sein? Siedler 4, Schweizer Sennenhunde. Ja, also das ist hier schon, also das ist schon angezogene Schwierigkeit auf jeden Fall. Wir kommen mal zur vierten Runde in dieser Art, wie passt das zusammen? Und ihr bekommt den ersten Begriff, wenn ich meine Maus finde. Hier ist sie. So, der erste Begriff. Auf deinem Tisch. Konstanzia. Man könnte auch, ich könnte euch auch Conny schreiben. Conny geht auch. Conny würde auch gehen, ja. Conny, die geile Schlange. Conny. Conny. Es gibt Appenzeller Käse, das musste ich kurz nochmal nachgucken. Und hab ich nicht losgelassen. Conny. Ja, das glaube ich dir. Das habe ich noch nie gehört. Nee, das heißt anders. Konstanzia, so, Konstanzia. Oder Conny. Keine Ahnung, mal direkt weiter. Conny. Ich glaube, ich kenne nur Conny Duck. Schauspieler aus Alles Atze. Ich möchte hier einen Try machen, ja. Und zwar die beliebtesten Mädchennamen in Peru. In Peru? Das ist konkret, nein. Weil die alle Konstanzia da heißen. Für den Treffer hätte ich dir auch mehr Punkte gegeben. Ich gebe euch den zweiten Namen der Wolny-Kinder. So hießen die. Es sind nicht die Namen der Wolnys. Ja, okay. Sondern von den Reimanns. Wer sind denn die Reimanns? Ja, dann sind das hier die von den Geissens, die Kindernamen. Nein. Okay. Die haben nur 2. Keine Ahnung!
Oh, hätte ich jetzt erwartet von dir, Jada, du das wahrscheinlich. Ja, also, hätte ich jetzt auch gedacht. Von den Fragen bisher ist das wahrscheinlich eher so das spanische Königshaus oder so. Ja, ich glaube auch. Ich gebe euch mal den zweiten Namen. Namen der spanischen Königin. Namen der spanischen Königin. Prinzessin. Schade. Ich gebe euch den zweiten Namen. Und zwar nach Constanzia Frederico oder Fredo. Oh, kommt immer noch hin mit Fredo? Fredo? Aha. Wie Fredo? Conny und Fredo, wer kennt sie nicht? Sind wir denn bei Königshäusern? Peter, ich würde da Peru gegen Spanien austauschen. Ja, Peter. Das sind die Kinder vom Paten in der Pate. Was? Was ist denn ernst? Ja, das ist korrekt, Peter. Ja! Yes! Was? Wie soll man denn da drauf? Ich hab den nicht mal gesehen. Ich hab den Film letzte Woche gesehen. Ja, aber unabhängig da. Warte mal, welche Kinder sind denn das, Peter? Der kleine Junge, der da mit dem im Tomatengarten rumeiert? Also hast du den zweiten Teil auch gesehen? Ich weiß nicht, wo Fredo noch wichtig wird, aber das ist der Loser in der Familie auf jeden Fall, wenn ich mich recht entsinne. Krass. Also das hier ist steht, ja komplett alles beschissen. Ich hab letzte Woche geguckt, ich hab keine Ahnung, wie der gemeint ist. Also hier steht, es kommen noch Santino und Michael, oder Michael dann wahrscheinlich. Ja, Michael, ja. Hier steht Kinder von Vito Corleone, also der Pate. Ich weiß jetzt nicht, ob es seine echten Kinder sind oder die Kinder im Film. Nee, sind im Film. Okay, aber also das reicht. Das war auf jeden Fall für beides nah genug dran. Sehr gut, Peter. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass Junge, er das Junge, hatte. Junge. Ja, Fredo hat mich getriggert, weil der mich in den Film so aufgeregt hat. Wir kommen zur Runde Nummer 5. Und der erste Begriff lautet Elin Jones. Boah. Elin Jones. Mhm. Ja, Kinder von Indiana Jones. Next. Elin Jones übrigens, dazu kann ich euch sagen, Wales. Aha. Okay. Also Elin Jones in Klammern, Wales. Wrestlerin. Whale oder Wales? Wales. W-A-L-E-S. Okay. Ja, das S war beim zweiten Mal irgendwie nicht dabei. Wie steht das S? Jetzt kommt Jupiter Jones. Ich gebe euch dann direkt den zweiten, wenn ihr schon darum bettelt. Und zwar Alex Maskey in Klammern Nordirland. Okay, ich habe legit keine Ahnung. ESC-Gewinner. Das wüsste Jay. Das weißt du. Was? Als ob ich das wüsste. Als ob der die letzten 30 Jahre weiß. Ja, ohne Scheiß. Nein. Okay, pass auf, das sind die Regierungsoberhäupte von, nicht Regierungsoberhaupt, das wäre ja jetzt King Charles, aber halt das, was halt in Wales ist und in Nordirland, was hattest du gesagt? Also da, keine Ahnung, Regierungschef oder sowas. Chefin. Das sind nicht die Regierungschefe, Chefs, wie auch immer. Verteidigungsminister, schade. Naja. Die haben bestimmt nämlich Frauen an der Macht, deswegen sind halt die Ehegatten der Regierungsleute. Oh. Die Ehegatten, pass auf das. Oder so Familienminister in Wales. Wie heißt das? First Wife? Nee, oder so. First Lady. Nein. Ja, jetzt kommt gleich irgendwas Schottland. Ich kann euch das ergeben. Also der dritte Begriff. Ja, Schottland. Punkte, wenn ihr das wisst. Alison Johnstone in Klammern Schottland. Ja, siehste. Super. Ja. Christian. Ja, ich sag mal, das sind aus den jeweiligen Ländern wahrscheinlich auf Platz 857 die Thronfolger. Nein. Was war jetzt, das war Wales und was war das Mittlere? Nordirland. Ja, müssen wir ja wissen, waren wir ja schon, ne? Deutsche was ist das? Meister im Speerwerfen. In Nordirland. Alex Maskey. Hab ich also auch schon drüber nachgedacht, dass das irgendein Sportartending ist. Keine Ahnung, Elf. Ich denke. Baumstamm Weitwerfen, Meister. Ja. Ihr könntet, also das wäre, da würde ich jetzt mal sagen, das wüsstet ihr nicht. Wenn das Baumstamm Weitwerfer sind, dann nicht. Aber ihr könntet diese Namen schon mal gehört haben. Wenn ihr euch. Weit aus dem Fenster gelehnt. Also, ich denke nicht, aber es ist noch im Möglichen. Sagen wir es mal so. Ich gebe euch den vierten. Und der vierte Name lautet Sir Lindsay Hoyle. Und zwar in Klammern House of Commons. Wissen wir, was House of Commons ist? Sepp. Das sind die Leute, die
nach dem Präsidenten von Great Britain danach kommen. Also die und Präsidenten von Great Nachfolger. Britain? Ja, wenn Charles, oder was? Der Präsident, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich habe in Amerika. Welcher Präsident denn? Premierminister meint. Also du meinst Premier? Okay. Ja, genau. Premier von Great Britain und dann die Nachfolge, die geregelt ist, wer dann dran wäre. Als ob es dann eine geregelte Nachfolge gibt, so die drei hier. Stimmt, das ist doch wie in Amerika. Nach Boris Johnson kamen dann die zwei weiteren und dann Ellen Jones auf drei oder was? Wie hießen? Designated Survivor oder was? Ja, genau. Was? Okay. Ja, ich traue dieser Show alles zu. So. Ja. Personen aus Britannien. Wäre wahrscheinlich sogar richtig. Das ist grundsätzlich richtig, aber das, Ja, ist mir schon klar, dass du was ein bisschen genauer haben willst. Ja. Also ich kann euch als Info nennen, zum Beispiel Sir Lindsay Hoyle ist der Nachfolger von John Burko. Ah, oh! Christian. Sind halt die jeweiligen Leute, die da auf diesem einen Sitz sitzen und Order schreien. Das lasse ich so gelten, ja. Das sind die Speaker, so nennt man das, im der Parlamente im Vereinigten Königreich. Das ist nicht deren Scheiß Ernst. Und ich fand meine Antwort besser. Gut herausgefunden. Junge, wie soll man das Chris wissen? Das war nur der Einzige, den ich noch im Kopf hatte. Chris von hat es easy gewusst. John Bercow ist derjenige, den ihr kennt, der Order immer geschrien hat. Deswegen, genau, ja, das lasse ich dann so gelten. Sehr gut, stark, Christian. Verdiente Punkte. Ja. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt 5 Runden in dieser Kategorie. Wie passt das zusammen gemacht? Und dann kommen wir jetzt in die zweite Kategorie. Stell dir mal vor, jetzt du kriegst jetzt gleich Ellen Jones, Alex Maskey und Allison Sir Johnstone und da musst du Sir Lancy Hoyle sagen. Was? Wie soll das gehen? Viel einfacher. Ich hätte noch eine Frage jetzt zu der nächsten Runde tatsächlich. Sind die ja nicht logisch aufeinander aufbauend gewesen. Richtig. Ist das jetzt der Fall? Das ist jetzt der Fall, genau. Also, ihr bekommt jetzt gleich, gleich 3 Begriffe genannt, die folgen einer logischen Reihenfolge. Ihr müsst den 4. mir nennen. Ihr bekommt aber diese Begriffe, die ersten 3, nacheinander. Das heißt, ich gebe euch erst den 1. Und dann müsst ihr schon im Kopf theoretisch nachdenken, was könnte denn der 4. sein? Wenn ihr das wisst, kriegt ihr 5 Punkte. Wenn nicht, gebe ich euch den 2., dann den 3. Und dann solltet ihr mir das nennen können. So funktioniert das. Gut. Dann beginnen wir mal mit der ersten Runde in der Kategorie Komplementieren. Und der erste Begriff lautet Schicki. Ach nein. Jay. Glumanda. Ist Glumanda der 4.? Das ist falsch. Nein, das ist natürlich Bisasam. Nee, das ist die 1. Nein. Ach, fuck. Aber dann geht's nicht nach Pokédex. Ich meine Glumanda ist oder ist Shiggy oder ist oder was ist was ist nach Shiggy? Okay, Radfratz. Nee, Radfratz ist es nicht. Scheiße. Den nach Shiggy kann er nicht, da muss er 3. Ups, nein, das ist Taubsi. Raupi. Da muss ja 3 hinter Shiggy sein. Raupi könnte es auch sein. Ja, aber hinter Shiggy ist ja richtig. Shiggy, Shillock, Turtok. Ja, genau. Und könnte dann, jetzt kommen. Und war das dann? Kackdinger wie Raupi und Taubsi. Oh, pass auf. Pass auf, shit. Ah, nee, die Superform ist aber nicht beim Pokédex in der Nähe. Oh, Mann. Nee, aber. Plinfa. Oder Plinfla, ich weiß es gerade nicht. Plinfa. Oh, du gehst nur nach den. Das ist korrekt, Jay, sehr gut. Jetzt kommt nämlich Kanimani, Hydropi und Plinfa. Starter. Exakt, das ist die Reihenfolge. Wasserstarter-Pokémon. Exakt. Guck mal, das ist ja mal endlich eine einfache Kategorie. Das ist schlimmer als der Weiler Pate. Oh, krass. Also, Wahnsinn, Jay. Also, auch noch die anderen genannt. Gut, ich kenne mich da nicht so aus. Ich kann das nicht so beurteilen. Aber zum Glück habe ich gemacht. Gab's da das Remake vor gar nicht allzu langer Zeit von Pearl und anderem. Weiß ich nicht mehr. Pearl und Diamant? Nee, keine Ahnung. Platin? Nee, whatever. Wie auch immer, es hat dir 5 Punkte gebracht, Jay. Ja. Und damit bist du jetzt einen Punkt hinter dem Führenden, und zwar Peter. Du hast 31, so. Peter 32, Sepp 27, Christian 26. Aber wir haben ja noch
diese zweite, dritte, vierte und fünfte Runde in dieser Kategorie komplementieren. Und die zweite beginnt mit dem ersten Begriff. A1, Turm. Ihr müsst mir den vierten, der darauf logisch folgt, nennen. Ja, die Schachregeln habe ich ja voll drauf. A4, Dame. Nein. A4, König. Nein. Nein, macht doch keinen Sinn. Doch. Bullsinn. Ja. Wenn das hier, kommt drauf an, was jetzt gleich das nächste ist, ne? Ich sag einfach mal D1, Dame. Das ist korrekt, Jay, sehr gut. Dann kann ich nicht zählen. Reihe und... Nee, die sind einfach andersrum. Die sind andersrum. Genau, Sepp hat es verwechselt. Du hast überhaupt nichts damit zu tun, dass ich nicht zählen kann, Jonathan. Die Dame war korrekt, Sepp, aber du hast quasi Buchstaben und Zahlen andersrum gedacht. B1 Springer wäre darauf gefolgt, C1 der Läufer und D1 dann die Dame, also die Startaufstellung im Schach. Sepp, Jay snackt sich hier die 5 Punkte ab und kommt jetzt auf die 38. Einmal mal im Leben den Bram machen. Sehr gut. So, wir kommen in Runde Nummer 3. 5 machen wir insgesamt. Also noch danach noch 2. Und der erste Begriff lautet Ameisen 1. Was? Okay. Ameisen minus 1. Ameisen 1. Okay. Puh. D-Meisen 4. Also hier wird mit der Schwierigkeit auf jeden Fall ein bisschen angezogen, würde ich mal behaupten. Okay. Aber selbst wenn jetzt, keine Ahnung, Koala 2 kommt, so, hä? Wüsste ich auch nicht. Was könnte das sein? Wüsste nicht mal, wo es dann so eine Aufzählung gibt wie Ameisen 1. Ja, die sind, wo sind Ameisen auf Platz 1? Das Vielfache ihres Eigengewichts tragen. Ich euch den zweiten. Ja, viel Spaß dann, die 4 herauszufinden. Ich gebe euch den zweiten Begriff in dieser logisch aufeinanderfolgenden Kette, und zwar Essig 2. Okay, vergiss es. Jay. Ich sage einfach Salz 4. Nein. Hm. Ameisen. Schwefel 4. Nein. Sepp. Spüli 4. Nein. Also Seife. Okay, ich bin lost. Was sind eure Gedanken? Das sind Sachen Schädlingsbekämpfung, Peter. Nee, ich hätte gedacht, das hat was mit Säure zu tun. Das sehe ich eher. Aber Ameisen? Ameisensäure. Oh mein Gott, sie kannte ich nicht mal. Aber gibt es Essigsäure? Oh, also, Center Shock 4. Was? Center Shock Säure? Das ist sauer. Hey, das kann aber wirklich, also das ist tödlich. Das ist ultra sauer. Zitronen 4. Nein. Schade. Das ist nämlich die 3, Peter. Debate. Das sind nämlich Orangen oder Limetten oder... Ich gebe euch den dritten 2 Punkte, wenn ihr es dann wisst. Propion 3. Ah, warte mal, wir hatten Salzsäure. Schwefel 4. Hatten wir auch schon. Verdammt. Da könnt ihr drauf kommen, auf jeden Fall. Also... Wenn's jetzt, was? Wenn die 4 jetzt Probion gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, das ist sehr schwierig. Okay, aber das ist ein Begriff, den wir kennen. Ja. Aber. Ihr kommt scheinbar gerade nicht drauf. Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Alter. Hab ich noch nie gehört. Fruchtsäure 4. Nein. Was haben wir denn schon für Salzsäure? Ja, Salzsäure, Schwefelsäure. Salz, Schwefel. Zitronensäure hatten wir. Ich habe eine Säure noch im Kopf, aber glaube ich nicht, dass es die ist. Ja, aber komm, ja, der eine Punkt, bitte. Ich drück deine Mutter. Ich drück safe. Christian. Ist das überhaupt am Ende eine 4? Ist das vielleicht einfach dann die Verbindung und es ist einfach nur Säure? Nein. Säure 4. Das wäre geil. Nee, ohne 4. So. Also, ich kann euch mal die Kategorie nennen, das würde euch jetzt nichts bringen, aber es geht hier um die Trivialnamen der Carbonsäuren ohne den Begriff Säure. Ne? Das ist ja auch, denke ich, logisch. Ja, so wie wir es bisher versucht haben. Jay. Buttersäure!
Ja, exakt. Es ist Butan. Oh mein Gott. Ja, Butansäure. Alter, was? Alter. Oh mein Gott. Peter, wie kannst du da nicht kommen? Da hab ich ja gar nicht dran gedacht. Ja, Alter. Ja, also das kann man doch wissen, Leute. Also ich habe ja gesagt, die Schwierigkeit dort wurde etwas angezogen. Auf Butter. Aber in der vorletzten Runde, die wir jetzt spielen, da könntet ihr vielleicht wieder ein bisschen glänzen. Hm. Und der erste Begriff, den müssen wir den vierten der logischen Reihe nennen, lautet Sonnenflughafen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Ja, RIP. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, absolut RIP. Ich weiß, Peter und ich wissen genau, was gemeint ist. Ja, aber also wir sollten es nicht sagen. Warum nicht? Weil wir noch unsere Führungen verteidigen. Ja, aber die anderen werden es auch nicht wissen, nehme ich an. Ja, aber spätestens bei der 2 und 3 werden sie wahrscheinlich drauf kommen können. Ja, deswegen können wir es auch sagen. Okay. Cheep Cheep Strand. Ah. Nein. Ey, das ist so, ich habe gar keine Ahnung, was da in dem Pub also sonst die Flughafen ist die 1 auf jeden Fall. Pumo weiter. Ja. Ist glaube ich die 2. Ist das überhaupt der Cup? Ja gut, das ist die Frage. Vielleicht auch die beliebteste oder unbeliebteste die erste Strecke. Oder von uns meist gefahren oder whatever. Ja. Aber Sonnenflughafen ist doch wichtig. Ja, Regenbogenboulevard. Nein. Oh, das war gar nicht so dumm, die Antwort, weil es gibt mehrere. Drei abgedeckt oder vier mittlerweile. Ich gebe euch den zweiten Begriff Junge. Dieser Reihe. Delfinlagune. Ja, dann ist das nicht passt. Mit dem Cheep-Cheep-Strand, glaube ich. Nee. Ja, offensichtlich nicht, weil das war falsch später. Nee, ich meine, das ist auch nicht der, also die 3 wird auch nicht der Cheep-Cheep-Strand sein. Ist das so. Mit dieser Musik, diese Musikstrecke? Carmack-Mine, oder wie hieß das? Marius-Mine. Marius, ja. Marius-Goldmine, meinst du? Nein. Dann gibt es Varios Offroad-Strecke da, Rallye-Piste oder irgendwie so ähnlich. Scheiße, ich weiß nicht, wie die heißt. Varios Pista ist die, glaube ich, einfach nur, oder? Ne, ich meinte die andere. Varios Arena oder sowas, die im Staub ist. Ah. Ehrlich gesagt, fairerweise. Also, nein. Dann sage ich jetzt Varios Piste. Dieses Eisding. Das ist korrekt, das lasse ich so gelten. Abfahrt ist das, ja. Genau, Vario Abfahrt heißt das Ganze. Okay, Diskodrom wäre dazwischen noch gekommen. Ich wusste das kurz währenddessen verifizieren, nicht, dass ich hier was Falsches werte. Ist aber das schwer. Nice. Also der Mario Kart 8 Stern Cup. Man kennt die Strecken, aber die Namen, ich habe die Namen nie im Kopf. Ja. Gut, eine Runde haben wir noch und aktuell führt Jay mit 52 Punkten und in dieser letzten Runde, der erste Begriff lautet London 1969. Was? Sepp. Olympische Sommerspiel. Ach, warte. Ja, Sepp, schade. Berlin 1971. Nein. Christian. Ballad of Gay Tony. Absolut korrekt, Christian. Sehr, sehr gut. Holy shit. Was hast du gesagt? Das sind die Add-ons von GTA. Holy fuck, Alter. Boah, ja, 1969 war mir relativ klar, dass nicht Olympische Spiele ist, aber gar keine Ahnung. Stark. Boah. Das ist richtig stark. Und dann auch noch direkt richtig. London 1961 wäre danach gekommen und The Lost and Damned, der dritte, und dann The Ballad of Gay Tony für GTA 4 2009. Also die Beinamen der GTA-Add-ons sortiert nach Erscheinungsdatum. Holy Christian Gott. Hat das 5 Punkte gebracht, kann aber trotzdem Peter leider da nicht überholen. Aber Jay gewinnt leider diese Folge. Ja, aber auch nur wegen der zweiten Kategorie, ey. Sonst wäre ich da auch komplett weg gewesen. Jay gewinnt diese Folge mit 53 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Peter 47, Christian 45, Sepp 34. Vielen Dank an Yannick fürs Vorbereiten und Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.